Wechseln sich fließende Melodieabschnitte mit Tanz- und harmoniebetonten Elementen ab. Ich fange jetzt mal mit einem Melodieabschnitt an, und zwar werde ich den Takt 5 bis 7 einmal nochmal separat spielen. An dieser Wellenlinie der Melodie kann man förmlich entlang spazieren. Ja, da, 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 di, di, da. Versuche dabei aber, die ungleichen Bogenstriche, Viererbindung und Zweierbindung in dem Takt 5, dem Schwung dieser Melodie unterzuordnen. Nach dem erreichten Zwischenziel im Takt 8, C, H, nimmt der Auftakt H, C, D, Schwung zum Abgang bis zum Ruhepunkt C, 4 Takte später. Um die Abwärtslinie von Takt 9 an nicht so gleichförmig zu gestalten, kannst du einmal folgende Strichart ausprobieren und dann natürlich nach eigenem Belieben und gewünschter Dosierung in dein Spiel einbringen. Um den Tanzcharakter dieses Andantes etwas herauszuarbeiten, kannst du einmal probieren, die ersten 4 Takte so zu spielen, dass du nur die 1 und die 3 spielst. Du wirst hören, dass sich dadurch noch eine Untermelodie auftut. Bam, 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 bam. Das gleiche kannst du auch nochmal im Takt 17 und folgende ausprobieren, dass du auch da sozusagen das harmonische Gerüst einmal hervorhebst.